dieses Rap-on-Outfits. Wer ist jetzt schuld? Kriegst du einen Schlaganfall, Bro? Ja. Freunde, kurzer Einwand, bevor das Video richtig losgeht. Ro, also der charismatische Dunkelhäutige, der aus meiner Sicht rechts im Video neben mir sitzt, der hat heute ein neues Musikprojekt rausgebracht. Dazu passend auch ein Musikvideo. Ich verlinke euch beides in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ich bin natürlich auch wieder im Musikvideo vertreten. Ich verlinke euch auch in der Beschreibung die Musik von Timur, also dem ebenfalls charismatischen, aber hellhäutigen auf der linken Seite von mir. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. Die beiden Jungs, falls ihr es noch nicht wisst, machen Musik, die ich sehr ansprechend finde. Für mich persönlich, vielleicht gefällt euch das ja auch. Aber jetzt genug Werbung, muss da mal gesagt sein. Auf meinem Instagram übrigens ist heute auch ein Bild online gekommen. Checkt einfach alles ab, alles in der Beschreibung zu finden. Viel Spaß mit dem Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Viel Spaß. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wie ihr bereits erkennen könnt, habe ich heute zwei Gäste neben mir. Der eine sollte euch ja schon von früheren Videos bekannt sein. Was geht ab? Und auf der anderen Seite TD Crew. Oder? Wir haben uns überlegt, dass wir eine Challenge machen, dass die beiden sich in verschiedenen Disziplinen duellieren. Duellieren, gegenüberstehen in dem Fall. Also nicht so, wie wir das früher gemacht haben, mit einer Challenge über 7 Folgen gestreckt, dieses Rapper und Outfits erraten, sondern dass jede separate Folge eine Challenge ist und dann schauen wir mal, wie viele sich daraus ergeben. Wir hatten jetzt eigentlich so circa 8 Stück geplant, aber ich will auch jetzt nicht lange drüber philosophieren, rumlabern. 8 Stück geplant. Oder 6 oder 4, wie wir Lust haben, ey. Okay, tamam. Die erste Challenge, wie ihr bereits am Titel erkennen konntet, ist 7 Sekunden Musik erraten Challenge. Also eigentlich erklärt sich das von selbst. Ich habe 7-sekündige Liedausschnitte vorbereitet, die die beiden einem Lied zuordnen müssen. Also ihr müsst mir den Interpreten, den Songtitel, wann er geschrieben das wurde. Album, in dem es vorgekommen ist, wann es erschienen ist, das müsst ihr mir... Nein, Spaß beiseite. Ihr müsst mir nur den Interpreten und den Songtitel müsst ihr mir nennen. Eine Frage habe ich. Ja. Muss Feature auch zum Beispiel genannt werden? Ja, okay, dann machen wir den Hauptinterpreten und den Songtitel. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt von Blueface Ariana nehmen würde, dann würde ich nicht zum Beispiel jetzt irgendeinen Remix davon nehmen mit einem komischen Feature, sondern ich würde dann den Hauptsong nehmen und den will ich dann hören. Damit ihr Bescheid wisst. Ich habe 15 Lieder vorbereitet, 15 Liedausschnitte. Ihr könnt ja auch gerne mitraten in den Kommentaren. Ihr wisst ja sowieso immer alles. Alle 15. Beziehungsweise irgendwann wird man ja sehen, ob es noch möglich ist, dass man das dann aufholt, wenn der andere mit vielen Punkten führt. Wir machen gnadenlos 15. Ja, machen wir gnadenlos 15. So. Was ist, wenn ich das Lied gar nicht kenne? Ich habe eigentlich Lieder ausgewählt, die... Sagen wir mal, es kommt vor, dass ich das Lied wirklich nicht kannte. Oder er jetzt. Ja, so Pech gehabt. Real Talk? Er kennt zum Beispiel Lance Butters, du kennst ihn gar nicht. Ich habe jetzt keine Lieder von dem rausgesucht. Ich habe eigentlich Lieder, die ihr, denke ich mal, beide kennt. Auch die Interpreten kennt ihr. Beziehungsweise ich habe nicht nur Rap, sondern auch 2, 3 klassische Sachen. Aber ich denke, das sollte eigentlich auch sein. 12. Symphonie von Beethoven. Okay, kann ich schon mal wechseln jetzt. Ne? Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass die beiden sich eine Buzzer-App runterladen, sodass wir... Genau, das sind jetzt die beiden Töne der Jungs und dann brauchen wir nicht irgendwie komisch in die Hände klatschen oder irgendwas. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Song an. 50 Cent, this is how we do. Das ist leider falsch. Kann ich jetzt noch weiterhören? Da musste ich jetzt... Ja, weiterhören, klar. Also ich habe jetzt 3 Sekunden das abspielen lassen. Willst du weiterhören? Normal. Ja, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie der Song richtig heißt. Er hat gesagt 50 Cent, this is how we do, ne? Ich weiß es. Oh. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Song noch How We Do heißt oder so. Deswegen tippe ich nicht, weil ich keinen Punkt verlieren möchte, ja. Also bleibt's dabei, 1-0. Darf ich meinen Punkt zurückholen, wenn ich es richtig sage? Nein, darfst du nicht. Aber darf ich jetzt trotzdem sagen, was The Game? Ja, von this The Game. Is how we do. Das ist nicht von 50 Cent. Das ist von The Game? Ja. Ja, aber krass, ne? Krass, ne? 1-0 für Ro an der Stelle. So, zweiter Song. Ich muss auf jeden Fall schneller buzzern. Ich wollte auch zuerst machen. Irgendwas, ich wollte glaube ich 50 Cent in the Club sagen. Das wäre so falsch gewesen. Ey. Jetzt hast du reingeschrieben. Ufo 361, scheiß auf eure Party. Richtig. 2-0. Deutschrap ist songgerecht. Aber du kennst den Song auch. Ja, aber ich hab den in meinem Leben zweimal gehört. 2-0. Dritter Song. Michael Jackson. Thriller! Doch, ist richtig. Fuck. 2-1. Fuck! Junge, das ist das erfolgreichste Album der Welt. Ja, ich hätte das gleiche gesagt. 2-1. Vierter Song. Es
gibt zwei Versionen von dem Song. Es gibt einen mit A$AP Rocky und es gibt einen nur von Bones. Das, was er wahrscheinlich gerade hat, ist von A$AP Rocky, ist der Song Carnal Street. Ich schwöre, was, ich kenne den nicht. Ich bin nicht ganz sicher, aber darüber hinaus gibt es eine Version von Bones und die heißt nur... Ja, du musst ja sowieso eine Sache, also anscheinend, du musst ja eine ich Sache nehm, von beiden sagen. Ja, warte. Es wird irgendwie Carnal ST geschrieben, also das ist die Abkürzung für Street, ja, ne? Ja, normal, kein. Ich will nicht diese Antwort sagen, weil ich weiß, dass das nicht ganz richtig ist. Ich will das von Bones sagen. Deswegen lass mich kurz überlegen, ja. Eigentlich muss man ja jetzt sagen, dass man relativ fix antwortet. Eigentlich schon, ne? Sonst theoretisch. Ja, wie viele Sekunden haben wir Zeit? Das haben wir vorher gar nicht geklärt. Ja, haben wir nicht, aber so. Aber das ist schon zu lange, eiskalt. Ich weiß nur, dass das Original von Bones ist und es heißt. Ich weiß es nicht mehr. Es heißt, ich krieg den Punkt. Ich sag Candle Street, keine Ahnung. Ist aber das von Bones, heißt Dirt. Dirt, ja. Ich schwör auf alles, aber ich krieg den Punkt eh, aber ich kannte das Lied nicht. Aber das von A$AP Rocky hat genau die gleiche Hook. Ja. 1:1. Ja, ich wollte euch ein bisschen zeig mal bitte. Verarschen. Zeig mal. Ja, aber das ist der gleiche Song. Ja, okay. Dann müssen wir full streng. Ja, dann machen wir, full streng, ne? Und dann nehmen wir das Lied jetzt raus. Ja, okay. Okay. Weil es gibt einfach zwei Songs mit der gleichen Hook. Ja, okay, ich wollte euch ein bisschen veräppeln damit, dann ich kannte nehmen wir das raus. Eh nicht. Immer noch 2:1 an der Stelle dann halt und dann kommen wir zum 5. Song. Schon. Geiler Typ. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Kennt ihr nicht? Nein, Bro. Kein Plan. Wollt ihr nichts sagen? Warte, kannst du nochmal spielen? Könnt ihr euch den Rapper oder? Ja, aber ich sag's nicht. Ja, ihr wollt ja beide nicht antworten. Was tippt ihr denn, welcher Rapper? Kein Plan. Gar keine Ahnung. Famous Dex oder so? Kein Plan. Nein, ich sage Meek Mill. Nein, Migos. Boss, don't speak. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Okay, 2:1 immer noch. Nächster Song. Boah, wenn ich jetzt falsch sage, von wem das ist, habe ich mich gebuzzert, ne? Ja, ja, ja. Ich habe blamiert. Ich weiß nur, das ist Yellow Submarine, aber von wem, Dicker? Das ist eine ganz berühmte Band. Ey, verurteilt mich jetzt nicht, ne? Ich habe keinen Plan, aber ist das von Beatles? Richtig. Beatles Yellow Submarine. Krass, ey, krass. Das ist auch ein Klassiker. Ja, ne? Ich habe krank gepokert gerade, ich schwöre. Nur den Song kennt man, nur von wem genau? Ob das jetzt Beatles... Ich will keine anderen Namen sagen, ja, reicht. 3:1. Nächster Song. Ich weiß gar nicht, wie der scheiß Song heißt. Ja! Ende Song, ich hätte eine Sekunde weiter warten sollen. Deswegen lieber ein bisschen vielleicht abwarten, nochmal ein zweites Mal hören, anstatt direkt zu buzzern und zu pokern, ne? Famous Dex, pick it up. Nein. Ich weiß, dass der Song von 4:1. Ich weiß, dass der Song von Lil Pump ist, aber ich weiß nicht, wie der heißt mit den Doors. Suicide Doors heißt der, glaube ich, nicht. Ich rate jetzt nicht, weil ich glaube, der Song heißt tatsächlich so. Heißt der Suicide Doors? Nein, oder ich weiß auch, wie er heißt. Wie denn? Butterfly Doors. Richtig. Du hast den 1000-mal gepostet. Ja. 4:1 für Row. Kommen wir zum nächsten Song. Offset und Cardi B Cloud. Richtig. Lass mal laufen. Nein, Junge, kriegt Copyright Strikes, man, dann eine Anzeige. 4:2 für Row. 9. Song. Wir sind jetzt knapp über die Hälfte. Rin auf jeden Fall. Bros. Richtig. Ich bin so raus bei Deutschrap, sorry. 5:2. 10. Song. Und wer pokern? Ich glaube, der Song ist von Travis. Also ich rate nicht. Ich glaube, der ist von Travis. Ich rate nicht, ich habe ja nicht drauf gedrückt. Ich glaube, der ist von Travis und Playboy. Und der heißt... Also der Song von Playboy Cardi und Travis Scott, Love Hurts. Keiner hat gepokert. 5:2 immer noch. Ey, warte mal, was mit den Songs, wo keiner erraten hat? Das ist voll behindert. Ja, Pech gehabt, dann wenn ihr die nicht erraten habt. Junge, ich habe diese Challenge in die WhatsApp-Gruppe, habe ich gesagt, was ich machen möchte. Und die beiden, oh, pff, easy peasy und so dies, das. Die haben so gedacht, die machen das so easy. Und ja, ich habe euch hochgenommen, eiskalt. Ja, jalla. Junge, ich habe Yellow Submarine von den Beatles erraten. Eiskalt, dafür zu Props, eiskalt. So, nächster Song. Bowser, was du ja, Liebe ja, nennst. Ja, weil er zu wenig Punkte hat. Das ruhig. Heißt der Song, was du Liebe nennst? Ja, von Bowser.
Junge, werd jetzt nicht frech, Alter. Also 5 zu 3, die richtige This Antwort. Is how we do it, nicht gegolten. So, kommen wir zum nächsten Lied. 21 Savage, No Heart. Metro Boomin hat doch mit dem Song außer dem Beat nichts zu tun. Guck in den ja, Titel. Ja, oh mein Gott, 21 Savage rappt das, willst du mich verarschen jetzt? Warte, wenn ich jetzt Metro Boomin suche und da steht No Heart bei Apple Music, dann nein. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass Metro Boomin nicht hätte erwähnt werden müssen, deswegen haben wir jetzt lächerlich. Die Crew an der Stelle den Punkt gegeben. 5 zu 4 für Row immer noch. Der 13. Song. Bushido? Von der Skyline zum Bordstein zurück. Ist falsch. Scheiße. Ich hab keinen Plan, Digga, von wem der Song ist. Lass mal weiterlaufen. Warte. Ja, danke. Ja, aber warte, ich zeig dir den Drop, dann wirst du. Scheiße, das von CCN yes. rein? Nee. Was? Nee! Normal! Junge, was? Ja, könnt ruhig bellen jetzt? Ich hab den Punkt, ist mir egal. 6 zu 4. Reicht. So, die letzten beiden Chancen für dich noch auszugleichen überhaupt. So, 14. Song, vorletzter Song. Ich freue mich von mir selber. Ich kenne den Song. Bam, bam. Wie heißt der fucking Song, Mann? Wenn ich euch jetzt gerade so sehe, ne, und eure Sprachnachrichten einblenden würde, ne, wie groß von ihr gesagt habt, dass ihr da alles wisst, ne? Ich kenne den Song, der kennt den auch, wir alle drei kennen. Ja, du. So. Kannst du nochmal laufen lassen? Na klar. Ich weiß nicht, wie der scheiß Song heißt. Ich kann den sogar singen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Sing mal. Nee, lass mal. Kennt ihr den Interpreten da? Ja, safe. Du auch? Ich glaube, ich kenne den Interpreten nicht. Also, ja, normal kenne ich den, aber ich weiß gerade nicht. Sag mal, welchen Interpreten. Weil ich denke nicht, dass du jetzt noch drauf kommen wirst. Was denkst du? Darf ich dann noch raten? Nein, normal. Also, ist jetzt durch, das Ding. Nur einfach jetzt mal so für... Ist auf jeden Fall von Kanye. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ding Wanted You To Know heißt oder sowas. Nein. Ja, der hat so ein komisches Video dazu gemacht, dieses nackte Video da. Wo Chris Brown ist da auch. Chris Brown ist da das auch. Das ist nicht das Video, oder? Doch. Chris Brown ist da auch. Hä, warum? Ist das Lied hier vorne? Famous, ja, Mann. Ja. Bah! Also immer noch 7 zu 5 war das? Oder 6 zu 4? 6 zu 4, genau. Okay, letzter Song. Das ist... Achso, Eminem und Nate Dogg, Till I Collapse. Eminem Till I Collapse. Ja. Damit. Scheiße, ich dachte, von Nate Dogg. Aber hier steht nicht Nate Dogg bei, deswegen hätte mir Eminem gereicht. Der Sieger. Ich kenne das. 8 zu 5. Ich kenne es nur ursprünglich, weil es mal, glaube ich, der Titel-Soundtrack für Call of Duty war. Die erste Challenge hat Row mit 8 zu 5 gewonnen. Nee, 7 zu 4. Auf jeden Fall mit 3 Punkten Unterschied. Eure letzten Worte zu dem Video, zu der Challenge? Beatles Yellow Submarine. Eiskalt, da muss ich echt mal Respekt aussprechen, so. Aber auch. Ich okay. höre kein Deutschrap. Und ich mag Travis Scott nicht. Und beides weiß der. Der ist richtig piss. Mein Gott, ich... Bones, höre ich hier. Aber ey, ist ein Rocky, Kenner Street. Junge, und ich sage noch, wir haben noch geredet und ich sage noch, ey, so Bruder, sind das safe Songs, die ich kenne? Die ja, ist normal. Da. Ja, die kennt ihr beide hinher. Junge, Hälfte war von seiner Playlist, bei Gott. Wir spielen das Spiel nochmal. Ja, irgendwann, wenn die Leute ja, darauf irgendwann. Lust haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die beiden kann man so salty sein. Ja, ich weiß auch. Junge, wack bei der Songauswahl. Real talk. Ehrlich jetzt. UFO 361, Rin, Travis Scott. Tamam, ich geb dir deinen Yellow Submarine-Scheiß. Ne? Ich schwör ja. alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt den beiden Jungs auf Instagram. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Auch gerne mir bei Instagram folgen. Ansonsten Daumen hoch da, dass ihr das Format feiert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.